Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute habe ich für euch das Boutni Feuerwerksprospekt für dieses Jahr 2024-2025. Es ist bei der Boutni Online-Seite, es ist verfügbar. Wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man das Prospekt auch recht schnell. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung. Dazu muss man sagen, es ist echt zufälligerweise uns aufgefallen, dem Turbo Will und mir. Wir haben uns mal einen Abend ein bisschen quasi durchgeguckt und auf einmal plopp war das aktuelle Silvesterangebot dort. Und genau, es sind, ich glaube, jetzt 6 Artikel oder sowas, 6 Artikel ohne Bild. Da habe ich aber ein bisschen recherchiert und konnte alle finden, bis auf eine. Ich würde sagen, das sehen wir dann aber gleich, wenn es soweit ist. Und ja, dann gehen wir mal rein im Bildschirm und schauen uns das aktuelle Angebot an. Let's go. So, da sind wir im Bildschirm drin. Wir fangen an mit dem Family Stars. Das ist ein Familiensortiment, was sehr bunt sortiert ist. Gab es auch schon im Handelshof zu kaufen. Zum Preis von 8,99 € macht man da definitiv nichts falsch. Ist natürlich alles nur Komet. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber wenn man jetzt da draußen zum Beispiel die eine oder andere Familie hat, die gerade zuschaut zum Beispiel, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist ein bisschen was Schönes dabei, kostet nicht allzu viel, dementsprechend geht da auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Ich persönlich würde es aber tatsächlich liegen lassen, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Wie gesagt, für Familien ist es eigentlich optimal. Machen wir weiter mit dem Sure-Shot Bombenrohr bzw. Feuertopf. Wir dachten alle, das wäre ein schönes Bombenrohr, ist aber leider tatsächlich nur ein Feuertopf von Komet. Für 2,99 €, dementsprechend geht hier keine Empfehlung raus. Auch wenn es natürlich mal ganz nett ist, aber es ist tatsächlich nicht das, was ich dann, wofür ich dann mein Geld ausgeben würde. Genau, das dazu. Wie gesagt, 2,99 €, recht günstig. Als nächstes haben wir das Super 6, das ist ein riesen Leuchtsortiment. Also wir haben hier insgesamt 44 insgesamte Schuss. Also es ist ein großes Fontänenbatterieset, römische Lichter, ist ein bisschen Leuchtfeuerwerk. Na, also römische Lichterbatterien sind dort drin. Für 24,99 € auf jeden Fall ein stabiler Preis, aber auch dementsprechend stabiles Sortiment. Ich meine aber, dass tatsächlich da das Ganze so ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen, ja, nicht so passt. Aber ja, trotzdem ist dieses mit im Boutni. Machen wir weiter mit der Boombox. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Batterie, welche es auch im Handelshof gab, tatsächlich. Also gefühlt ist alles, was es im Boutni geben wird, Handelshofware. Ob da irgendwas im Zusammenhang steht, weiß man nicht. Die Batterie kostet auf jeden Fall 9,99 €. Hat auf jeden Fall goldene Schweifsterne und ordentlich Crackling am Start. Bin ich sehr gespannt. Also die Cake hat 25 Schuss und ein Kaliber aber von 18 mm. Weiß man halt nicht, was die jetzt wirklich kann. Müsste man halt einfach mal testen. Dementsprechend, also ich glaube, das wäre dann so eine Batterie, wenn ich in eine Einkaufstour in den Boutni gehen würde, wäre das wahrscheinlich so eine Batterie, die ich mir eventuell zum Testen mitnehmen würde, um zu gucken halt einfach, wie sie ist. Ich würde Komet halt an der Stelle einfach mal eine Chance geben. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter zur nächsten Batterie bzw. zum nächsten Artikel. Und zwar ist das einmal das Skyfall Raketensortiment. Da geht auf jeden Fall keine Empfehlung raus. Für 10 € habt ihr jetzt hier 8 Raketen, die aber wirklich nicht gut sind. Ich meine, es sind sogar einfach nur Shit-Raketen. Dementsprechend, für 10 € finde ich das ein bisschen zu doll. Aber wie dem auch sei, wir machen weiter mit einer Empfehlung, Freunde, und zwar die Hammerfall. Black Cat Neon kennt wahrscheinlich der ein oder andere, Komet hat das Ganze ja importiert. Wir haben hier auf jeden Fall die Hammerfall für 17,99 €. Kleiner Spoiler, morgen kommt das Video dazu online. Ich habe diese Cake schon zünden können. Hat 12 Schuss, 239 Gramm NEM. Wie gesagt, für 17,99 € kann man da definitiv nichts falsch machen. Hat wirklich einen wunderschönen Effekt, meiner Meinung nach. Und dementsprechend wäre das auch eine Batterie, die ich mir nochmal kaufen würde. Ich habe sie am Handelshof bei der Presewasser Einkaufstour letzte Woche mitgenommen. Und ich werde tatsächlich davon noch die ein oder andere mitnehmen, weil ich die, wie gesagt, persönlich ganz gut finde. Aber Geschmäcker sind trotzdem verschieden. Wie gesagt, Video bekommt ihr morgen, also heute ist Sonntag, morgen auf Montag. Machen wir weiter mit dem Rocket Paradise. Das ist ein 20-teiliges Raketensortiment für 20 €. Ja, wie gesagt, Komet-Raketen sind wirklich nicht so die besten. Muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ich persönlich würde es definitiv liegen lassen.
aber ist ja wie gesagt auch Geschmackssache. Wir haben hier auf jeden Fall alles schon, was Kunststoff war, ersetzt durch Pappe. Ja, Komet geht auf jeden Fall den umweltfreundlichen Weg. Wir haben als nächstes dann das, beziehungsweise das Sortiment Gold and Silver Rockets, also Goldraketen und Silberraketen von Komet. Das Set ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Hätte man aber auch bei 8,99 ansetzen können, meiner Meinung nach. Kostet jetzt hier 12,99. Ja, ist immer so ein zwiespältiges Thema, finde ich. Machen wir weiter mit dem Pure Energy. Da geht's jetzt los, nämlich, ihr seht's, hier ist nämlich kein Bild vorhanden. Pure Energy kostet hier 60 Euro im Handelshof, glaube ich, auch um den Dreh. Ich habe aber ein Bild vorbereitet, Freunde. Das hier ist der Pure Energy Verbund. Wir haben hier 209 Schuss, kostet im Handelshof 54,99 €, kommt aber Mehrwertsteuer noch drauf, dementsprechend, ich glaube, liegt der Klopper im Handelshof bei 70 Euro um den Dreh, ich bin jetzt kein Taschenrechner, aber ja, wie gesagt, im wunderbaren Butni kostet das Ding 59,99 €, ja, ist ein ganz netter Verbund, hat maximales Kaliber von 20 mm, hat zwar einen schönen Fächer mit drinne, würde ich jetzt aber tatsächlich auch nicht unbedingt kaufen, ja, ist halt nicht so der beste Verbund, sage ich jetzt einfach mal so vorsichtig. Machen wir weiter mit der Supersonic, beziehungsweise mit dem Supersonic-Verbund. Für 130 Euro habe ich auch ein Bild vorbereitet. Hier ist das gute Stück. Kostet im Handelshof 109 Euro. Kommt natürlich, wie gesagt, noch Mehrwertsteuer drauf. Passt also fast vom Preisverhältnis. Wir haben im Booten den Preis von 130 Euro. Ja, es sind 264 Schussverbund, 20 mm Kaliber, 105 Sekunden Brenndauer. Ja, ist ganz okay. Betonung liegt auf okay, 2 Kilo NEM haben wir hier fast drin, aber 264 Schuss, ja, es ist, wie gesagt, also ich bin so nicht der Fan von Kometverbünden, wenn ich ehrlich bin, aber es ist Geschmackssache, aber ich finde es halt einfach nice, dass Butni halt jetzt auch einfach mal Verbünde anbietet, das habe ich ja in Vergangenheit, glaube ich, sehr selten gesehen. Naja, wie dem auch sei, als nächstes haben wir den oder die Light Booster, da habe ich auch ein Bild vorbereitet, die gab es auch im Handelshof und zwar ist das einmal eine Fontänenfächerbatterie, kann man sich ungefähr denken wie die Fire Rainbow, nur halt von Komet und ein bisschen in der Effektsortierung ein bisschen verändert, ja, hat eine Minute Brenndauer tatsächlich, also 60 Sekunden, 200 Gramm NEM, ja, Preis sind wir hier bei 19,99 €. Finde ich ein bisschen doll, ja, ist aber, weiß ich nicht, Freunde. Als nächstes haben wir Heat It Up, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe zu Heat It Up nichts finden können, also wirklich rein gar nichts. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwas findet, ich habe schon in der Feuerwerk.net Datenbank reingeguckt, wirklich gar nichts gefunden, Google nichts gefunden, wirklich komplette Leere. Das ist auch der einzige Artikel, den ich wirklich null finden konnte. Heat It Up, wenn ihr irgendwas darüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir machen weiter. Dann haben wir als nächstes noch drei Artikel und zwar King of Stars. King of Stars ist ein älteres Raketensortiment, das habe ich hier. Das gibt es auch schon sehr lange von Komet. Das habe ich finden können, sind jetzt insgesamt 5 Raketen. Wie die Raketen sind, fragt mich, weiß ich leider nicht. Ich habe jetzt auch vorher kein Video angeschaut tatsächlich. Wir haben hier aber einen Preis von 12,99 €. Ich schätze aber mal, dass das gute Raketen sein werden. Wenn man so ein bisschen mal guckt, wie lange sich das Set eigentlich schon auf dem Markt hält. Ja, ist die Frage. Könnte man halt auch mal testen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen, um mich davon selber überzeugen. Vielleicht ist ja Butni dieses Jahr eine Anfahrtsstation von mir. Weiß ich noch nicht, Einkaufs ist noch nicht geplant. Aber ja, King of Stars ist auf jeden Fall auch im Butni mit drin. Dann haben wir als nächstes Superlight. Zu Superlight muss ich aber auch was vorsagen. Und zwar habe ich da nicht ganz genau was finden können. Ich habe in der Datenbank reingeguckt und da kam mir Age of Light raus von Komet. Das ist eine kleine Fontänenbatterie mit 200 Gramm NEM. 50 Sekunden Brenndauer. Age of Light ist halt das, was ich zur Super Light gefunden habe, auch wenn bei Umlabelung Super Stars steht. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das wäre jetzt meine Vermutung, dass das diese Cake oder diese Fontänenbatterie halt sein könnte. Falls ihr da aber was genaueres wisst, weil ich habe mehr auch nicht finden können, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Genau, dann haben wir den Artikel und jetzt kommen wir zum letzten, liebe Freunde.
Und zwar Midnight Legends. Das habe ich gefunden. Und zwar ist das dieses Sortiment. 13 Raketen für 17,99 Euro mit insgesamt 5 Kugelkopfraketen. Kann man nichts zu sagen. Video habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ich habe nur den Artikel gefunden, quasi das Bild davon. Mehr aber auch nicht. Gab es auch nicht im Handelshof tatsächlich. Müsste man sich auch mal schnappen und gucken, wie es ist. Sieht auf jeden Fall interessant sortiert aus. Wie gesagt, Kometraketen sind eigentlich nie wirklich gut gewesen, muss ich sagen. Abgesehen von jetzt ganz früher. Aber jetzt so das, was in den letzten 4-5 Jahren von Komet an Raketen rauskam, war jetzt nicht das Beste. Dementsprechend müsste man einfach mal gucken, wie dieses Sortiment ist. Dann sind wir tatsächlich durch, liebe Freunde. Ich würde sagen, das war das Butni-Prospekt 2024-2025. Nicht mehr lange. Dann kommen auch schon die ganzen anderen Prospekte, die handfesten Prospekte, endlich. Ich bin so gespannt, Freunde. Ich bin richtig gehypt auf Silvester. Ich hoffe, ihr auch. Lasst es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne zu den Artikeln in die Kommentare, ob ihr da ein bisschen was Näheres wisst. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo auf diesem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Stay great, haut rein und ciao.